Hallo und herzlich willkommen bei The Swapper. Heute geht unsere intergalaktische Reise weiter, denn wir wollen wissen, was Dr. Chalmers genau vorhat. Ob sie uns helfen kann, wissen wir nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Okay. Wir können ja keine Wechselstrahlen machen. Aber das können wir machen. Wir quetschen uns einfach mal durch die Lücke hier und dann funzt das schon mit Klaus, dem Astronaut. Okay. Ja. Nein! Ach, leckt mich doch am Pupser. Ich vergesse immer, dass sie sich auch bewegen, wenn ich mich bewege. So. Übernehmen. Nee. Warte mal. Ich stelle das, glaube ich, ganz falsch an. So. Na los, komm. Na endlich. So, da, ich sag immer so, das sage ich ziemlich oft. Fällt mir jetzt erst auf. Was ist denn jetzt? Geil. Naja, okay. Hier rüber, Wechselstrahl und nochmal von vorne. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen auf den Schalter und aktivieren das, machen das aus. So. So. Nee, wir machen den hier rüber. Okay. Ich kann noch einen erzeugen. Ah ne, hier kann ich ja nicht. Ey, jetzt habe ich schon wieder Kacke gemacht. Mann, ey. Ich bin heute ein bisschen begriffsstutzig. Heute vor allem. Immer nur heute, sage ich, aber ich bin immer begriffsstutzig. Wir sind ja nicht umsonst. Captain Klaus Pappmaché. Ich guck nochmal auf die Karte hier. Sphäre. Ich höre es aber auch nicht auf, ich will das jetzt packen hier. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es raus. Jetzt haben wir es. Töten den. Wir brauchen jeden Klon. Wir brauchen jeden Mann, der uns zur Verfügung steht. Um dieses knifflige Rätsel zu lösen. Ah, ja. Nein! Rosa Licht. Ich bin doch beknackt, ey. Oh nein, ich bin so bewamst, ey. Scheiße. Wie kann man denn nur so behämmert sein?
Ja, das war klar. Ey, jetzt leckt mich ja an die Füße, ey. Das Spiel will mich einfach bloß fertig machen. Das Spiel merkt, dass ich nicht so ein Rätseltyp bin und nicht so die das Feingefühl hab. Dieses Mobbing-Spiel hier. Ja, kommt, sterb. Ach, Mann, 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 Mann. Wie gesagt, wir brauchen jeden Mann. Jawohl. Oh was, wie... Oh, eine Trigon-Sphäre. Wie geil ist das denn? Wir haben gleich 3 auf immer gekriegt. War ja auch schwer, das Rätsel. Haben wir uns verdient. Kann ich mir gleich mal selber auf die Schulter klopfen? Oh, Alter, war das ja jetzt schon wieder ein guter Start hier. Mich nervt auch tierisch, dass ich hier keine längeren Aufnahmen machen kann bei dem Spiel. Ich weiß nicht, immer bei The Swapper kackt das ab. Jedes Mal machst du eine neue Folge und tust das alles extra schneiden. So könnte ich das alles extra schneiden, abmischen und was weiß ich. Und anschließend hochladen, also beziehungsweise dann teilen in gewisse Folgen. Wie viel brauchen wir hier? Okay, hier drüben gab es noch eine Sphäre. Wir springen runter. Nein! Ey, damit wären wir der übelste Superheld mit dem Strahl. Oh! Entschuldigung. Nicht mehr dran gedacht, dass hier noch einer ist. Wir haben 3 Sphären erhalten. Ja, toll, da hätte ich ja dann... Hätte ich ja dann schon nach der Ehen. Aber wir nehmen ja sowieso alles mit. Und wir haben es geschafft. Yurin, good. The only access to Mindsai now is via gravity control. From where you are, you should be able to access an airlock. You're going to have to take a spacewalk across the station exterior. Nein, machen wir nicht. Wir gehen nicht nach draußen, wo das böse kalte Weltall uns in seine Weiten ziehen kann. Kannst du vergessen. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Teleporter. Ich will jetzt wissen, da waren wir noch nicht drinne. Wir waren noch nicht an der Stelle, wo uns die nette Dame so befrutzelt hat. Was für böse Typen und... Ach, was weiß ich, wir sind... Ja, das ist bloß eine Abkürzung, falls wir zurück wollen, okay. Ist noch was? Okay. Wir haben jetzt bis 2 Teleporter. Oh, die Sphäre hier. Ich weiß nicht, ob wir die kriegen. Oh, zum Glück bin ich ins Licht gefallen. Ja, ja, eins vor langer Zeit war die Kette vollständig. Wir werden jetzt... Wir kommen hier nicht weiter. Definitiv kommen wir hier nicht rein. Ich wüsste auch nicht wie. Also wir müssen bestimmt vorher was aktivieren oder so mal wieder und dann... Wenn ihr wisst, wie es weitergeht dort, falls ihr es gespielt habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin es leid, ständig so lange zu überlegen. Also ich bin es nicht leid, ich überlege schon mit, also ich versuche es auch immer wieder, aber ich kann mich jetzt hier nicht jedes Mal 10 Minuten an einem Rätsel aufhalten. Zack, tot. Kumpelstein, hi! Ich versuche das jetzt positiv zu sehen mit den Steinen, auch wenn sie mit tierisch auf die Kronjuwelen gehen. Was sind Gedanken? Ich glaube, ich weiß es. Es braucht Regeln. Wir sehen die Numena nicht, doch wir wissen, sie sind die Ursache der Gedanken. Ja. Einige von uns sind dem Wahnsinn verfallen. Alles, was existiert, sind Gedanken.
Doppel-Ja. Ich kann da nicht positiv reinblicken bei den Steinen. Eine Karte. Datenterminal. Forschte Luke. Das ist ein dummes Wort. Forschte Luke. Und ein Distanzteleporter. Das Bild tut so kritisch wegzoomen. Was ist das hier? Xenoforschung, Probenisolierung und Metaphysik. Okay. Aber erstmal noch eine kleine Löserunde. Eintrag 10. Notevakuierung 2. Heute Morgen hat das letzte leidende Besatzungsmitglied die Abriegelung der Hochsicherheitslabore aufgehoben und uns alle hierher verlegt. Die Labore verfügen über starke Schilde und die Türen sind dicht versiegelt. Wir alle hoffen, dass das, was uns tötet, uns nicht hierher gefolgt ist. Sam Cook. Achso, das war ja wieder die Frau. Wir hoffen, dass was uns tötet, uns nicht hierher gefolgt ist. Was tötet euch denn? Alter, ich habe hier keinen Bock auf irgendwelche Monsterkacke. Da kann ich mal kämpfen. Wir speichern erstmal ab. Ja, na gut, wir nehmen erstmal. Geht ja eh nicht weiter, glaube ich. Jetzt mindestens 24 Sphären. Boah, 5 brauchen wir noch. Deswegen wahrscheinlich auch die Trigon-Sphäre. Ich sehe die Türen hier gar nicht, weil die so vernebelt sind hier. Boah, was ist denn das? We looked at the way the Watchers communicate and built a delivery system for it. To be frank with you, we didn't know what on earth it was at first. It turns out it swaps people's souls about. Ach, also tut unser Gerät Seelen austauschen anscheinend. Cool, und deswegen verpuffen die dann einfach in dem Raumanzug. Das ist ja wie, wie bei Hellboy 2 mit dem komischen hier Officer, mit dem Spezial. Typen hier, der hat dort nur den Raumanzug, der war eigentlich bloß Nebel. Ich weiß nicht, ob ihr. Also die Hellboy 2 geguckt haben, wissen's. Das war ja auch so ähnlich. Ach, und das überlebt er. Du Ass, du Elendes. Hier geht's noch weiter. Ein Datenterminal. Eintrag 12. Unfallbericht. Verluste. Albert Petrovich und Diana Moss. Stellungnahme des Teamleiters. Petrovich und Moss nahmen freiwillig an einem Testeinsatz des Wechselkerns zwischen Besatzungsmitgliedern teil. Die Prozedur wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt. Beide Besatzungsmitglieder berichteten danach jedoch von massiven Erinnerungslücken. Es war daher unmöglich festzustellen, ob tatsächlich ein Wechsel stattgefunden hat. Wir sind zuversichtlich, dass es uns in Kürze gelingen wird, die Amnesie auszugleichen und das Experiment erfolgreich abzuschließen. Beurteilung des Kommandanten, ab sofort sind sämtliche Testeinsätze... Nein. Sind. Oh, es tut mir leid. Ich komme hier mit der Steuerung komme ich hier gar nicht klar. Oh, jetzt rechts sehe ich es erstmal, dass sich der Balken bewegt. Unfallbericht. Ja, komm. Beurteilung des Kommandanten. Ab sofort sind sämtliche Testeinsätze des... Wechslers zwischen Besatzungsmitgliedern untersagt. Die Sicherheitseinschätzung bezeichnet. Ach, weiß ich, was das heißt. Da bin ich gerade raus. Bezeichnet Einsatz des Apparates zum Wechsel zwischen geklonten Subjekten scheint nach wie vor gültig. Schätzen Sie sich glücklich, dass Ihnen dieser Forschungsansatz weiterhin offen steht. Oh. Ja, ich bin ein bisschen holprig beim Lesen heute. Ich bin noch gerade erst auferstanden aus den... aus meiner Gruft. Der Gruft namens Bett. Oh, ich sterbe. Hier geht's ja immer weiter. Oh, eine Sphäre. Eine Sphäre. Liegt mir in der Quere. Mhm.
Ich musste gerade niesen, ich hab's leise gemacht. Ich dachte, ich kann hier welche erzeugen. Okay. Wechselstrahl, Wechselstrahl. Alles sind so genial. Und wir haben keinen Klon mehr, so ein Müll. Gab's hier einen Speicherpunkt? Ist doch ätzend. Ich brauch doch aber den hier unten. Da bleibt doch, weil sonst komme ich doch hier nicht hoch. Außer man kann eventuell ein bisschen tricksen, indem man das doch nicht kann. Na gut. Was erwarte ich? So dämlich ist, glaube ich, kein Programmierer. Also, außer es wäre eine Alpha 001, aber... Das ist es ja nicht. Schade, dass man die nicht so auflösen kann mit dem Strahl auch. Das wäre noch eine coole Variante. Ich glaube, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ich bin doch nicht so doof, wie ich aussehe. Wie ich mich anhöre. Ihr seht mich ja nicht, aber ich weiß, wie ich aussehe. Und schlecht singen tue ich auch. So. Nein! Verdammt. Bisschen Jump-and-One-Action hier reinbringen. So. Übernehmen. Switchen hier hoch. Stellen den guten Jungen ab. Switchen rüber. Und das ist eine Trigonsphäre. Yeah! Jetzt gibt es hier anscheinend nur noch Trigonsphären, weil jetzt auch die Bedingungen für die Konsolen echt krass hoch werden. Aber da hätte man auch... Das hätte man auch runterschrauben können und immer eine. Oder zwei halt, weil. So neutralisiert sich das ja auch bloß. Wir haben hier einen Teleporter. Oh, so viele Türen. So viele Türen. Naja. Wir gehen als erstes hier rüber. Jetzt machen wir von oben nach unten. Und was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Das macht bloß Licht, oder? Ja, es macht bloß Licht. Wir haben noch ein Datenterminal. Eintrag 11. Wechsler. Forschungsschwerpunkte. Bericht Team B. Was der Wechsler tut, war leicht herauszufinden. Unsere neue Priorität ist zu erforschen, wie er es tut. Ich glaube, er synthetisiert Elemente der telepathischen Kommunikation der Wächter. Irgendwie verpflanzt er das reine Bewusstsein, wobei der physische Körper intakt bleibt. Um den Apparat und vielleicht Bewusstsein an sich zu verstehen, müssen wir zunächst die Wächter verstehen. Oh, Dr. Chalmers. Egal, Dr. Chalmers ist auch ein Schimmel. So, Mensch, ey. Ich weiß nicht, warum ich immer so Artikulationsprobleme habe. Ich muss mich mal behandeln lassen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.